Molla de Travis hier. Wir schauen uns endlich mal wieder ein hungriger Hugo-Video an. Ist ja immer noch mehr editiert. Rein. 20 ersteigerte Koffer, die beim Flughafen verloren gegangen sind und nicht abgeholt worden sind. Scheiß drauf. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ist alles voller getragener, dreckiger Wäsche, Digga. Drecksau. Boah, Bruder, was hat sich da mit dem gebürsteten Pferd? Irgendein Haar habe ich im Mund. Stefan, du verlierst deinen Koffer, dann kauf den Mond ein halbes Jahr später, nimm dein Haar in den Mund und spuckt immer wieder in deinen Koffer rein. Also das ist mit Abstand der widerlichste Koffer bis jetzt. Oh, Wie ein Bauer, Digga. Mann, das ist so ein Amazon-Koffer, Digga. Ja, Amazon Basic. Amazon Basic, ja, Basic am Arsch. Mülltonne. Der packt solche Koffer. Irgendwelche Saufkrüge, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Handmade, hier am Arsch. Digga, das ist billige Qualität. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Kein Bock mehr auf den Piss. Dann willst du wahrscheinlich das hier auch nicht haben? Sag mal her, was ist das? Oh, hier, René, guck mal hier. Aber ganz was Feines, Digga. Sag mal her, das ist Pop, oder? Ich muss nachher einmal meine Hände. So viele Koffer. Damn, boy, man riecht diese Person auch noch. Also es riecht nach Frau. Ja, ist so. Hat er recht. Oh, das ist ja ein richtiger Oma-Schlüpfer, Alter. Wer zieht den denn an? Digga, dass sie ihn anziehen, das ist ja what the fuck, was denn hier getragen ist. Wir fahren jetzt kurz den Wagen ein bisschen vor. Boah, ja, gefällt euch das? Bin ich eine sexer Truck-Maus, hä? Oh. Ah. Glaubst du an Aliens? Ich glaube, Aliens sind schon unter uns. Gib mal Illuminati rückwärts ein. Illuminatirückwärts.com. Ey, ich bin raus. Okay, das wird mir alles zu abgefuckt. Gib mal ein Medikament, Latein und Deutsch übersetzen. Medikament, sie werden mich... Ich habe den Aluhut auf. Das ist nicht mehr normal. Das ist ein Alu-Helm sogar. Ey, mein Insta ist weg. Ey, bei mir auch. Eli, dein Insta ist weg. Das ist nicht mehr normal. Ach du Scheiße. Erklär mir, was das ist. Das ist in der Nähe von Kalifornien. Ich schicke jetzt Sydney die Koordinaten durch. Der ist doch in der Nähe von Kalifornien. Also, siehst du das hier? Ihr werdet da hinfahren. Das ist in der Nähe von Kalifornien. Warte mal, gib mir mal die Koordinaten, Chat. Wie weit ist es von mir entfernt? 3 Stunden. Es hat geklingelt. Ich schwöre, sie packen mich. Ich würde mir niemals selber was antun, Chat. Ey, Edis wurde gepackt. Ey, wir haben Edis verloren. Ist es nicht der Sinn hinter einem Aluhut, dass die nicht, dass deren Strahlung oder so nicht dein Gehirn beeinflussen kann? Und Mert hat eine Antenne draus gebaut. Ist das nicht genau das Gegenteil von einem Aluhut, eine Antenne? Du möchtest mit dem Aluminium ja abschirmen und nichts auffangen. Das ist wie ein Blitzableiter. Er ist der Imposter, also es ist ja so offensichtlich, dass er ein Alien ist, hä? Edis wurde gepackt, Chat. Hey, ich bin echt. Alles gut. Ich bin's wirklich. Soll ich beweisen, dass ich der Echte bin? Ich glaub dir mir jetzt nicht. Wer ist es? Ja, Edis macht jetzt Beatbox-Bewertungen. Das war echt, Bruder. Nach dem Sky. Morgen Video, Bruder. Erkenne den Edis. Wir haben heute eine sehr, sehr besondere Folge. Erkenne den Edis. Was machst du? Also, warum sehen so viele Leute aus? Es gibt richtig so... Stereotypen, die sehen ultra ähnlich aus wie die Person. Es gibt da draußen wahnsinnig viele Rumatras. Richtig viele Rumatras. Brille, bisschen längere Haare, Schnauzer, Ziegenbart. Crazy. Es gibt ganz viele Rumatras da draußen. Es gibt aber auch ganz viele Mark Forster, Chef Strobel-Typen da draußen. Und jetzt gibt es auf einmal auch ganz schön viele Edisse da draußen. Das sind so Charakter, die gibt es sehr oft. Ich bin in Berlin, Alter. Berlin, 1. Mai, da muss doch irgendwas abgehen. Genau das wollte ich filmen, mein... Das juckt ihn halt überhaupt nicht. Er malt da mit Edding die Toilette voll, Alter. Junge. Ich sag euch, Berlin ist kein Problem. Berlin ist ganz chillig. Ich hab heute auch wieder die Blurbs angemacht für den IRL-Stream. Den hat zwar die ganze Zeit bezahlt, aber... Oh, Digga, Mann, das sind Blurbs. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte gerade, dass mich irgendwer anhubt, aber da war niemand. Es reicht, Leute, es reicht. Es reicht. Internet. Das waren die Raptoren aus Jurassic Park.
Ich muss hier unbedingt weg. Wir müssen hier weg. Das ist ja wirklich so unangenehm. Es kommt. Wir gehen heute übers OMR-Festival und schauen einfach mal, was hier so geht. Ja, ist keiner da. Ich bin nicht mehr Fame genug, Digga. Keiner kennt mich. Digga, hat ein Ticket 500 gekostet. Moin Moin. Wir haben uns letztes Jahr getroffen im Backstage. Kann gut sein, ja. Hast du einen guten Video an meinen Sohn gemacht? Ach so, ja. Ja, haben wir letztes Mal früh. Hey, ihr kennt es auch vom letzten Jahr. Wie er gedacht hat, sein Handy ist versteckt beim Film. Ja, also mir wäre auch nicht aufgefallen, dass du nicht bist. Wir haben... Wer bist du? Alle filmen dich. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist so unangenehm. Ihr wisst nicht, wie oft das passiert. Ey, wenn ich draußen 100 Fotos irgendwie am Tag mache, weil ich durchs Stadtzentrum laufe oder im Einkaufszentrum bin, ist okay. Ist okay. Aber dann lockt das immer wieder Leute ein. Genauso. Stereotyp. Immer. Ey, wenn ich mit einer Fünfergruppe Fotos mache, kommt mindestens ein Random hin und fragt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Immer. Das, also immer. Immer. Die haben ein, die Menschen haben ein riesiges Bedürfnis, dann einen zu sagen, dass man einen nicht kennt. Hallo, wer du bist? Ich mach Pornos. Porno Black, Digga. Gute Antwort. Guck mal, sein Amateur. Oder, ja, muss man dich kennen, sowas. Muss man dich kennen. Wen muss man denn kennen? Wo muss man denn sagen, ja? Wem muss man denn kennen? Fußball kennen ist respektlos. Ja, Digga, selbst wenn du Fußball nicht guckst, kennst du keinen aus der Nationalelf. Wenn du Rap nicht hörst, dann kennst du ganzen amerikanischen Rapper nicht. Wenn du keine Filme guckst, Big Spin kennt Will Smith nicht. Ja, musst du auch nicht kennen. Guckst du keinen Fußball, Digga, Papa Platte kennt Toni Kroos nicht. Musst du auch nicht kennen. Cristiano Ronaldo und Messi auch nicht. Nö, ich guck keinen Fußball, ich spiel Basketball. Digga, man muss niemanden kennen. Was ist das überhaupt für eine Frage? Muss man dich kennen? Olaf Scholz, Alter, selbst nach 20 Jahren wussten noch einige Leute in Deutschland nicht, wer Angela Merkel ist, nachdem sie 20 Jahre Bundeskanzlerin war. Mir ist sogar Olaf Scholz der Name nicht eingefallen. Equipment mit den ganzen Kabeln. So mal war das hier, Alter. Guck mal, die haben da vorne auch ganz professionelles Equipment. Wir wollen einmal ganz kurz Penisvergleich machen, wer den größeren Penis hat. Ich hätte gerne einen kleinen. So, jetzt ist es an der Zeit. Ich musste das Mikrofon das erste Mal einfurzen, Digga. Digga, das ist aber auch ein Talent, Alter. Es gibt ja auch, glaube ich, richtig leckeres Essen. Das ist schon mal wichtig. Wir sind hier auf der OMR Hamburg und wir sind nur am Fressen, Digga. Ich gebe dir 200 Euro, wenn du errätst, von wem dieser weise Spruch kam, ja? Ich habe nur verschwitzte Fans. Ist es von Elotrix? Keine Ahnung, Digga. Die richtige Antwort wäre... Nein, war es nicht nur verschwitzte, fette, stinkende Fans? ...gewesen, Anni Sedak. Ja, ich habe auch nicht so Bock auf meine ekligen verschwitzten Fans, Chad. Ich sage so, wie es ist. Hier. Max hat dir eine Memo geschickt. Mit Kevin, wir sind ja heute zum Clash of Clans-Spiel verabredet. Aber das ist halt so mein Main-Game eigentlich, ne? Ich möchte nicht mit Schnauzer Clash of Clans spielen. Oh mein Gott, Bro, ich hab's nicht gecheckt. Ich hab dieses Anni the Duck in ihr Video nicht komplett gesehen. Dann guck das. Nee, Bruder, ich glaube, das haben schon ungefähr alle Streamer übernommen. Es haben alle Streamer in Deutschland dieses Statement schon durchgenommen, Digga. Guckt euch das mal an. Ist das krass. Let Twitch Germany war heute dieses Statement. Das ist doch nicht normal. Eli, los jetzt die Teams aus. Ja, da muss ich kurz rüber gucken. Wir haben im... Vorsitz, wenn wir jetzt heute nochmal drauf reacten würden... Als 700-Star, ihr würdet es halt nochmal gucken. Team Kuba, Matze, Rohat, Willi und Trimax. Hä, der ganze Checklach, lacht ihr alle. Eli hat es bis heute nicht verstanden. Er war sauer auf mich, weil er denkt, ich beschwere mich, dass die Teams unfair sind. Und meine Aussage ist, ich bin zu schlecht für Valorant. Das ist unfair für jedes Team, wo ich reinkomme. Die sagen mir halt... Door, Double Doors, Angle B mit deiner Swish und ich habe keine Ahnung, was er meint und so, weißt du? Ich kann keine Taktik oder so umsetzen. Ich bin zu schlecht für jedes Team. Das hat denen auch total leid getan. Die versuchen mir zu helfen, um mir das zu erklären, aber ich war einfach zu schlecht. Und so kann Kuba nicht richtig spielen und so konnte keiner richtig aus meinem Team spielen, weil nicht nur, dass sie sich auf ihren Spiel konzentrieren müssen, sondern sie mussten auch noch meinen. Okay, das ist das Problem gewesen. Nicht die Teams sind unfair, ich bin so schlecht, dass es unfair automatisch für jedes Team wird. Deswegen war ich sauer. Ich war der Anker, ja, zu krass. Ich kann die Bombe nicht entschärfen. Dafür gibt's gute Clips, ja, aber es ist trotzdem.
Der hat das 8-mal seinem Stream angesprochen. Links von dir ist einer, Max. Wo ist links, Digga? Links oben, hier, da ist Phoenix, er. Du hast die Bombe. Was? Das ist große! Du musst defusen gehen eigentlich, Bro. Wo ist der? Ich bin so sauer, Digga. Ich bin so sauer, wenn ich das sehe, ne? Wie ich da in Bronze weggefickt wurde, Alter. Der sieht mich in einer Sekunde, läuft schießend rein und schießt mir in den Kopf. Die scheiß Diffusen-Taste! Ich wollte anfangen und weiß noch nicht mal wie! Max Diffusen! Gut, schießt der Diffusen! Oh Mann, das ist so scheiße, wenn ihr spielt! Ihr wisst, dass ich das nicht kann! Diffusen auf 4 ist aber auch random. Ja, danke! Ist es wirklich? 4, hä? Was ist, was? Welche 4 denn? Alles gut! Mal gucken, was Micky da gemacht hat. Der hat gewonnen oder verloren? Micky hat Küche aufgeräumt. Er hat die Küche aufgeräumt? Ja, der macht den Abwasch. Der macht den Haushalt gerade. Heute gibt es wieder einen gediegenen IRL-Stream zusammen mit dem Anzeigen-Hauptmeister. Wie kommt man dazu, zu sagen, ich schreibe den jetzt auf, weil er falsch parkt? Viele Falschparker behindern oder gefährden ja auch andere. Viele fangen ja auch klein an. Fast jeder Kriminelle fängt ja gleich an. In der Regel fängt ein Krimineller nicht gleich mit einer Geiselnahme an. Bei einem Falschparker muss man sich das ähnlich vorstellen. Die fangen vielleicht an mit Linksparken, wenn sie ganz durchdrehen auf der Autobahn. Und das meinst du jetzt, könnte auch ein potenzieller Entführer sein schon, ne? Hä? Ich dachte, er wäre einfach nur sein Ranking aufsteigen. Was labert er denn da für einen Scheiß? Könnte, wer weiß. Also jeder fängt ja klein an. Warum schiebt er denn noch? Das hier ist ein Gehweg mit Radverkehr frei. Wir dürfen ja nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Du fährst jetzt hier wirklich mit Schrittgeschwindigkeit? Ja. Verkehrszeichen 240. Die Geschwindigkeit ist an den Fußgängerverkehr anzupassen. Das ist nicht 240. Das ist die 239 mit Zusatzzeichen Radverkehr frei. Hier steht keine 240, hier steht jetzt 239. Wie ist das jetzt in der Öffentlichkeit zu stehen? Kriegst du auch viele Anfragen von Frauen? Sowohl als auch. Aber ich habe gehört, du hast keinen Bock auf Frauen momentan. So sieht's aus, kostet Geld, es kostet Zeit. Was hat das Zeichen 69 zu sagen? Anzeigen Hauptmeister, bist du darin geübt? Was, Zeichen 69? Das Zeichen 69. Was? Also Verkehrszeichen 69 habe ich jetzt noch nie gehört. Und da drinnen geübt? Verkehrszeichen 69 kenne ich nicht. Okay, 69er ist eine Sexstellung. Aha. Oh, das wäre angeschossen worden. Was war das denn? Was war das denn für eine Reaction? Oder wie ein Villager aus Minecraft. Als wenn du den haust. Krass. Gutes Video. Aber alte Clips. Aber toll editiert.